Naja, müssen wir mal sehen, wie es dann läuft. Das ist jedenfalls dann so die Grobplanung von dem, was ich mir aktuell so als Rechner vorstelle, was ziemlich cool wäre. Das wäre schon echt. Das wäre eine Mördermaschine, die ich dann hätte. Mal davon abgesehen, dass ich dann in diesen Schreibtisch, in diese Platte, habe ja dann ohnehin jede Menge Platz. Und da kommt dann auch diese gesamte sonstige Verkabelung rein mit den ganzen Steckdosen. Da kann ich dann, hoppala, alles, so eine Hebelleiste, kann ich dann auch noch mit reinfriemeln. Wo ich dann quasi externe Festplatten einzeln an- und abstecken kann. Und lauter solche Scherze. Wollt dann alles über die Schreibtischfront geregelt ist, wo man dann die CD-Laufwerke aufschieben kann, die natürlich im Computer gehäuse drin sind. Und dann gleichzeitig halt Lichtverhältnisse abstimmen kann und all sowas. Alles einfach durch ein Control Panel unterm Schreibtisch. Klack, 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 klack. Alles läuft. Ist auch dem Prinzip. Und sowas stelle ich mir dann einfach ultra cool vor. Dann würde ich halt dieses Gehäuse auch dann immer mal wieder updaten, so was Hardware betrifft. Immer mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Und nicht jedes Mal halt immer das Gehäuse gleich mit wechseln. Und da halt dann quasi immer mein altes Gehäuse, was ich jetzt halt aktuell auch noch habe. Also ich habe drei Gehäuse. Einmal das, was ich haben will, was ich umbauen will. Einmal das, was ich jetzt eben gerade habe. Wo mein aktueller Rechner drin ist. Der kommt jetzt nämlich nicht raus. In dieses Gehäuse, das ich gerade beschrieben habe. Weil es rentiert sich einfach nicht mehr. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das überhaupt alles reinpasst. Von den Maßen, vom Mainboard und so weiter. Das muss ja alles passen. Und da bin ich mir teilweise nicht so ganz sicher. Vor allem nicht, weil halt die Front eine Verkleidung drauf hat. Und ich nicht weiß, ob ich da die einzelnen Sachen rausnehmen kann oder nicht. Deswegen ist das ein etwas heikles Thema, sage ich jetzt mal. Und die anderen, das ist halt noch diese schöne Stückelbauweise mit den Segmenten, wo du halt einzelne Segmente einbauen kannst. Wie zum Beispiel USB-Hubs oder so. Oder die alten Disketten-Hubs. Die gibt es ja, das sind ja alles genormte Größen. Die findest auch heute noch. Ich finde es vielleicht eher unter dem Bereich Spezialmaße zu finden, aber die dürfte es noch geben. Weil du ja irgendeinen Standard für Gehäuse brauchst, ja, mit denen du arbeiten kannst. Kannst du nicht einfach irgendwie willkürlich, jetzt muss ich hier wieder eine Etage runter, kannst nicht einfach willkürlich irgendwelche Maße machen und das dann sagen. Dieses Bauteil ist kompatibel für Gehäuse XYZ, bla bla bla, und für alles andere nicht. Da kannst du ja nicht leisten, also du brauchst eine Universalgröße, auf die sich die Gehäusehersteller dann kompatibel einrichten. Ansonsten müssen die ja schauen, wie sie ihr Gehäuse verkauft kriegen, wenn es nicht kompatibel ist mit den Bausteinen. Das heißt, da liegt die Kompatibilitätspflicht in meinen Augen eher bei den Gehäuseherstellern. Anders würde dieses PC-Tuning oder wie das heißt, würde das ja anders auch nicht funktionieren. Obwohl du den PC von außen her halt stylst. Das würde ja auch nicht wirklich gehen, wenn du einfach dich nicht auf feste Größen bei Bauteilen verlassen kannst. Wo du weißt, wenn du das. Wenn du so einen Laufwerkskasten hast, wenn du den einbaust, kannst du ja da diese und jede Komponente reinsetzen. Merkst du ja zum Beispiel bei den Festplatten. Wenn ich ein heutiges Gehäuse aufschraube, diese Festplatte, passen auch in die Festplatten, Behältnisse, Regale,
die im Gehäuse angebracht sind, die eigentlich in jedem Gehäuse angebracht sind, dann passen die auch in die Regale von 1998. Damals waren halt die Festplatten an sich noch kleiner. Speicherplatz, ja. Und die Regale sind dieselben geblieben. Sogar bei externen Festplatten gibt es zwei Größen. Einmal die 3,5 Zoll Platten, die großen, von der meine kaputte aktuell ist. Die hier. Die, wenn du aufschraubst, da ist eine Festplatte drin. Die ist ungefähr so groß. Und die passt. Warte, das ist sogar schon witzlos, ne? Die hier. Wenn du da. Das sind 3,5 Zoll Platten. Wenn du die aufschraubst, dann ist hier so eine Festplatte drin. So ungefähr, in dem Format. Und die kannst du überall ins interne Festplatte einbauen. Die hier jetzt nicht, weil da ist die Mechanik kaputt gegangen. Ich weiß zwar bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, dass da die Mechanik kaputt geht. Aber auf jeden Fall funktioniert die Mechanik da nicht mehr, hinter der Ming. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue gekauft. Die ist ganz putzig. Ist ganz klein. Und das ist dann die zweite genormte Größe. Das ist die kleinere. Und die passt allerdings auch in vorgefertigte Regale rein, sage ich jetzt mal. Also wirklich hochkomplex, so hochkomplex das Thema Festplatte ist. Die haben zwei Größen, die du in jeden PC reinkriegst. Und das ist immer wieder faszinierend. Deswegen frage ich mich auch, wie die Leute von der Automobillobby es immer wieder schaffen, bei Elektroautos immer sagen, ja, wir brauchen nice und stärkere Batterien, die länger halten. Einigt doch mich doch einfach mal von den Zulieferern aus her, dass es einfach eine genormte Batterie-Dings gibt, wo du halt einfach an die Tankstelle hinfährst, die dann so innerhalb von 5 Minuten, wo du dann einfach Motorhaube oder was weiß ich, wo die Batterien dann gelagert werden, Rückbank, Sitze hoch, Batterien rausschrauben. Also so, Decker rauf, Schublade raus, Batterie 1 raus, Batterie 2 raus, rüberlatschen, Tankstelle, dann Akku zu dem Preis wiederholen. Also quasi einfach vollen leeren Akku gegen vollen Akku tauschen und die Energiekosten, die das Aufladen kostet, zahlen und weiterfahren. Zahlaufwand, wenn man es intelligent löst, 5 Minuten. Man hat dann nicht mehr das Problem der ewigen Ladezeit. Man dann einfach an der Tankstelle halt Akkus pauschal aufladen kann, 24/7, und hat dann auch einen gewissen Vorrat an geladenen Akkus halt hat. Ist ja ganz einfach. Also wäre eigentlich ganz einfach. Und ja. Problem Elektromobilität gelöst. Wird halt leider nie kommen. Weil es praktisch wäre. Und billig. Und gegen die Automobillobby. Und das ist das Hauptproblem. Gegen die Lobby. Kann man ja nichts ändern. Schade. Aber das ist ja mal so ein Ding, wo der Lobbyismus halt echt mal wieder zeigt, dass das System mit Lobbyismus einfach nicht wirklich funktionieren kann. Aber da brauchen wir in Deutschland noch eine höhere Zeit, um das auch zu verstehen, dass das System Lobbyismus nicht wirklich praktisch ist. Wir haben jetzt ja noch eine Kiste Dirt, ne? Das ist wenig. Das ist echt erschreckend wenig. Gut, das heißt, wir haben eigentlich noch drei Kisten Dirt. Das sollte dann auf jeden Fall reichen.
Wenn ich die von oben mitzähle. Aber sonst? Weißt du nicht, wie viel du hier diese Fläche noch aufrisst? Aber sonst wird denke ich schwierig. Hier sieht man auch mit dem Weg, ist alles super gelaufen, bis auf den einen Wurzel da. Ist alles schon grün. Den Weg. Vollste Zufriedenheit von mir. Und ich brauche allmählich ein neues Getränk. Denn wenn man sehr viel redet über eine solche Zeit, dann wird man durstig. Ja, der Teig ist auch schön. Vielleicht hätte man auch ein bisschen Sand mit einbinden können, aber eigentlich nicht. Also so ein Teich, so ein kleiner Teich, wie ich ihn hier habe, der hat auch in Realität keinen Sand am Ufer, sondern ist einfach so ein Schlammloch. Eigentlich. Ist eigentlich eh unüblich, dass so ein Teich Schilf führt. So. Sind echt die Fichten gewachsen? Ich glaube schon. Das ist übrigens ein Motorrad, das gerade vorbeifährt. Das hört man. Am markanten Sound. Jetzt stelle ich fest, dass ich diese Riesenfläche, wo ich am Anfang gedacht habe, Alter, ist das viel, jetzt eigentlich schon bald wieder voll habe. Faszinierend. Das Gras verbreitet sich immer und immer und immer schneller. Was eigentlich sehr erfreulich ist. Es soll ja schön grün sein und nicht so braun, wie es aktuell ist. Künstliche Hügel zu erschaffen ist immer so. Ist echt heftig. So. Komm. Hier würde ich eigentlich noch ganz gerne ein bisschen weiter rein. So. Okay. Und dann hier vor. Da merkt man auch schon, dass ich hier allmählich dazu übergehe, immer und immer flacher zu werden. Jetzt werde ich hier, glaube ich, noch mal ein bisschen steiler, dass ich hier eine einigermaßen runde Form kriege für den finalen Hügel. Da kommen wir jetzt noch eine Ebene höher. Werde ich jetzt alles am Ende noch zumachen. Wird dann ein etwas flacherer Hügelausgang. Also damit kann man den nicht dann ganz gut sich anfreunden. Das sollte dann schon einigermaßen brauchbar aussehen. Und das ist gut, wenn etwas gut aussieht. Oder halt zumindest brauchbar.
Weil, ja. Was Hässliches bauen kann ja jeder. Die Kunst ist es, das Hässliche.